Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Videokanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und in diesem Video geht es über das Lernen der Selbstliebe. Wie mag ich mich selbst? Mögen Sie sich selbst? Ich hoffe ja. Die meisten werden auf den ersten Blick ja sagen und auf den zweiten Blick werden sie dann nein sagen, weil ich habe dann doch viel an mir selber auszusetzen. Ich merke im Kontakt mit anderen, dass ich da nicht so gut wirke, wie ich gern wirken würde und ich bin unzufrieden mit meinem Aussehen, ich bin unzufrieden mit meiner Art, ich bin unzufrieden so, wie ich rüberkomme. Und wenn jemand anderen mir Kritik gibt, was meine Person betrifft, kann sein, dass ich getroffen bin, dass ich dann gekränkt bin, dass ich beleidigt bin oder dass ich das in mich hineinfress und es wirklich auf meinen Selbstwert geht. Also wie kann ich mich selber gern haben? Wie kann ich mich selber wertvoll fühlen? Wie kann ich gerade dastehen und das Gefühl haben, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin? Der erste Schritt, den Sie sich immer haben vor Augen halten können, wenn Sie wollen und sich das auch selber vorsagen können, es ist gut, so wie ich bin. Auch wenn ich viel zu dick bin, hässlich bin und alles in mir nicht in Ordnung ist und offensichtlich Dinge sind, die nicht passen. Es ist trotzdem gut, so wie ich bin. Dann werden Sie sagen, der hat's leicht, ja? Oder der redet sich leicht. Nein, es geht nur über diese Selbstannahme und ich kann natürlich jetzt Schönheitsoperationen machen oder ich kann versuchen abzunehmen und alles Mögliche kann ich tun, damit ich das Gefühl habe, so jetzt bin ich besser, so wie ich gerne sein möchte. Aber der Basisschritt ist trotzdem immer zu sagen, okay, ich bin mal so, wie ich bin und ich nehme mich mal so an, wie ich bin. Und es geht am einfachsten mit diesem kurzen Satz, es ist gut, so wie ich bin. Warum ist es gut? Könnte man sich dann hinterfragen und nein, es ist gar nicht gut und mit sich selbst dann wild herumdiskutieren. Aber am Schluss komme ich eh wieder darauf zurück, es ist am einfachsten, sich selbst anzunehmen. Ja, alles andere ist super mühsam. Ja, ich kann ja sagen, es ist gut, so wie ich bin. Ich habe jetzt da 170 Kilo und bin irrsinnig schier und es ist einfach unmöglich, wie ich mich benehme. Und ich habe überhaupt keine Freundin und alles ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und trotzdem ist es gut, so wie ich bin. Und dann kann ich als zweiten Schritt sagen, gut, was möchte ich jetzt ändern? Ich möchte ein bisschen abnehmen, ich möchte mehr Kontakt zu Freunden wieder aufbauen, ich möchte mich mehr pflegen, etc. Das kann ich dann als nächsten Schritt machen. Aber es bringt nichts, wenn ich sage, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht und das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern, dann liebe ich mich immer noch weniger. Dann kommt zudem noch die Angst dazu, weil ich merke, ich schaff's nicht oder ich schaff's nicht gut genug. Dann gebe ich auf, dann pfeife ich auf alles und ich bin immer noch ganz am Boden mit meinem Selbstwert und habe das Gefühl, ich bin eh nix. Und das ist das, was wir gar nicht brauchen. Deshalb, egal wie Sie sind, egal wie Sie aussehen, egal wie wenig Sie sich mögen, sagen Sie zu sich selber, auch wenn ich auf einem ganz tiefen Niveau jetzt mich befinde, es ist gut, so wie ich bin. Wenn Sie das auch nur zwischen den Zähnen hinauspressen. Es ist eh gut, wie ich bin. Ja, es ist gut, wie Sie sind. Also dieses erste zu sich stehen mit allen Schwächen, Fehlern, Makeln und Runzeln ist in Ordnung. Der zweite Schritt ist dann, dass ich einzelne kleine Ziele mir setze, was ich an mir ändern will. Und dann tatsächlich, ich merke, es gelingt. Und dann kommt schon der Selbstwert, weil dann merke ich, wow, ich habe was Kleines verändern können. Aber bitte kleine Ziele, nicht ein Riesenziel, wo Sie wieder frustriert sind. Und nicht 10 Ziele auf einmal. Auch nicht in alle verschiedenen Richtungen. Ich mache mal eins. Ich versuche mal 2 Kilo abzunehmen. Wow, ist gelungen, super. Oder ich versuche mal mit einem Menschen wieder mehr Kontakt zu haben, der mich mag, mit dem es okay ist. Und ich bin zufrieden damit. Das Problem ist immer, dass ich selber unzufrieden bin mit allem, was ich tue, dass ich selber mein größter Kritiker bin und das zweite ist, dass ich in einem Perfektionismus drinstecke, der mich überfordert und der mich dann lähmt und dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Dann lasse ich es überhaupt gleich. Also runter mit den Erwartungen und weg mit dem Perfektionismus. Klingt alles so leicht, ist im Alltag schwer, stimmt,
Aber wenn Sie das aufschreiben, ja, es ist gut, so wie Sie sind, ist das schon mal eine echte Hilfe. Und das sage ich mir 100-mal vor. Auch wenn ich mir 100-mal denke, Blödsinn, stimmt nicht. Dann sagen Sie sich 110-mal, ich glaube, es stimmt. Ich will vertrauen, dass es stimmt. Es wird stimmen. Es wird bald stimmen. Ja, es wird schon immer besser stimmen. Ja, es ist immer richtiger. Ja, ich kann eh nichts anderes machen. Ich muss mich mal annehmen von der Basis her und dann kann ich weiterentwickeln. Wenn Sie sich nämlich nicht von der Basis her annehmen, überfordern Sie sich ständig und starten Sie gar nichts. Und das ist super schade. Deshalb, egal wie Sie sind, es ist okay. Egal wie Sie sind, es ist gut. Egal wie Sie sind, ich mache das Beste draus. Wenn das gelungen ist, super. Und jetzt geht es darum, wie kann ich mich jetzt selbst lieben, wenn ich konkrete Dinge sehe, die nicht passen. Also Beispiel, ich sehe ganz konkret, ich bin deshalb nicht liebenswert, weil ich von meiner Art her zu aggressiv bin oder zu schüchtern bin. Nehmen wir mal her, das zu aggressive. Ich bin immer schnell aufbrausend und ich bin immer schnell unhöflich und ich bin ungeduldig und verletze die anderen. Und deshalb kann ich mich selber nicht annehmen, weil ich ärgere mich, ich will viel ruhiger sein, ich will viel netter sein, ich will viel weniger aggressiv sein und bin's nicht. Dann kann ich mir überlegen, okay, warum bin ich eigentlich so verärgert? Ja? Was macht mich so ungeduldig? Da gibt's dann verschiedene Varianten, auf das muss ich selber draufkommen oder mit Unterstützung im Gespräch draufkommen. Und dann sagen wir, ich komme drauf, aha, ich bin deshalb so verärgert und deshalb so ungeduldig, weil die anderen mich überfordern, weil die anderen viel zu schnell sind und ich bin viel langsamer und dann will ich eigentlich sagen, halt, langsamer, lasst mich in Ruhe, ich will nicht überfordert werden, ja, sondern ich möchte bitte einfach in Ruhe sein, ja, ich möchte mir die Dinge langsamer anschauen, ich möchte die Dinge langsamer angehen, ich brauche mir Zeit, leider ist halt so, oder ist eh okay, ich will gern Zeit haben, ich will es gern langsam angehen. Und dann brauche ich wieder die Grundhaltung, es ist okay, dass ich langsam bin. Und sobald es okay ist, dass ich langsam bin, werde ich nicht mehr so aggressiv auf die anderen sein. Dann werde ich sagen, weißt du, ich bin nicht so schnell, bitte noch einmal, bitte langsam. Ich brauche Zeit, zum Beispiel. Wenn ich jetzt sehr schüchtern bin und die anderen mich immer überrollen und die anderen mich immer überfordern und ich mir denke, bitte nicht zu nah und bitte nicht zu viel und mir ist das alles zu steil und ich weiß nicht, wie ich reden soll und ich weiß nicht, wie ich wirke und ich wirke so schlecht und ich komme nicht gut rüber und so, dann ist auch der logische Schritt zu sagen, ich brauche ein Stück mehr Ruhe, ich brauche ein Stück mehr Zeit, ich brauche ein Stück mehr Geborgenheit, um da einfach ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich dann merke, wow, da gibt's wenige Menschen vielleicht, und nicht, das ist nicht viel, aber es reichen ja schon einige wenige, die nehmen mich so an, wie ich bin. Die nehmen sich auch die Zeit, die ich brauche. Ich kann aus der Schüchternheit herauskommen, ich fühle mich wohl. Ich merke, boah, ich bin immer entspannter und ich fühle mich da richtig wohl und ich bin dann gar nicht mehr so schüchtern. Ich bin dann sogar total fröhlich. Und dann merke ich, wow, ich kann es ja eh. Es geht eh. Ich komme eh aus mir raus. Wow, super. Da gibt's eh einen netten Menschen. Aber das muss ich mir bewusst machen. Ja, da gibt's einen netten Menschen. Ja, bei dem bin ich gar nicht so schüchtern oder bei der. Ja, super, das wird. Und dann bin ich ganz positiv und gehe den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und so komme ich dann auch raus aus meiner Schüchternheit, langsam, vorsichtig. Und ich nehme mich selber an. Ich habe mich selber lieb und ich akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin. Und es ist gut, dass sie schüchtern sind, es ist gut, wenn sie aggressiv sind, es ist gut, wenn sie hässlich sind und es ist gut, wenn sie dick sind. Es ist gut. Ich muss ja nicht so bleiben, aber jetzt einmal ist es so. Und dann ist der nächste Schritt, was kann ich klein verändern, wo habe ich kleine Erfolge und wo merke ich, ja wow, das wird was, ich traue mich, es geht weiter, es wird. Dritter Schritt, um sich mehr selbst zu lieben, ist, dass ich ganz konkret auch mit Menschen rede, die mich in meiner Suche nach mir selbst, in meiner Selbstwertstärkung bestärken. Dass ich jetzt frage, erlebst du mich erschüchtern? Was ist deine Idee, dass man das ändern könnte? Oder findest du mich schön oder nicht schön? Ja? Akzeptierst, also glaubst du, dass es okay ist, so wie ich bin? Kann ich so mich unter die Leute trauen? Und dann sagt mir das Gegenüber, das wohlwollend ist, hoffentlich, ja, du, das musst du noch anders machen und das passt so und dann passt schon.
Oder das Gegenüber sagt, na, du kannst so unmöglich rausgehen und bitte bleib zu Hause und versteck dich und geh nie wieder raus. Glaube ich nicht, dass es so einen Menschen gibt. Wenn es so einen Menschen gibt, fragen Sie einen anderen. Lassen Sie den. Der hilft Ihnen nicht zur Selbstliebe. Aber ich gehe davon aus, dass ein wohlwollender Mensch Ihnen sagt, hey, das passt eh, das und das kannst du vielleicht noch besser machen, aber insgesamt, du schaffst es, du kriegst es hin. Und ich brauche für die Selbstliebe eine positive Bestärkung von jemand anderem. Dann kann ich dick und schier und hässlich und langsam und aggressiv hinausgehen in die Welt und merke, so schlimm ist gar nicht, das geht eh. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie schier und dick und aggressiv sein sollen, ja? Das ist jetzt da nicht, dass das jetzt da quasi Sie sich schönreden. Es geht nicht um Schönreden, sondern es geht um eine Grundannahme und von der Grundannahme bin ich dann kraftvoll genug und mutig genug, mich weiterzuentwickeln. Es geht um das Wahrnehmen, wie ich bin, aber nicht verzweifeln, sondern dann kleine Schritte rausgehen und die Selbstliebe geht nicht mit einem Schnipper. Die geht schön langsam, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das dauert. Aber es geht immer bergauf. Und wenn es wieder einen kurzen Einbruch gibt, weil mich wieder jemand dämpft oder wenn mich wieder jemand frustriert und mich verletzt, okay, dann geht es wieder runter. Ich merke es aber sofort, ich nehme es sofort wahr, ich gehe wieder zurück auf die Basis, es ist gut so, wie ich bin und ich gehe wieder bergauf. Also ich habe ein Ziel, aber von der Annahme her ist es okay, so wie ich bin. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich wirklich ganz gut um sich kümmern können, auf sich schauen können und die guten Seiten an sich entdecken können. Jeder hat gute Seiten. Jeder. Und die schlechten Seiten und die weniger liebevollen Seiten an einem selbst sind dazu da, um langsam, Schritt für Schritt für Schritt, sich weiterzuentwickeln. Und irgendwann einmal bin ich auf einem Niveau, wo ich merke, ja, ich habe gute und schlechte, aber unterm Strich, es ist okay. Ich komme gut durch. Es ist gut, so wie ich bin, auf einem höheren Niveau. Ich kann mich gern haben und andere können mich auch gern haben. Aber nicht unter Anführungszeichen, habt's mich gern, sondern andere können mich wirklich auch annehmen und lieb haben. Alles Gute.